Hey ho und herzlich willkommen zurück, Leute, zu einer weiteren Folge von The Long Dark. Wir haben ja es endlich geschafft, hier zu dieser Mine zu gelangen. Das hat echt extrem lange gedauert und wir wurden auch mittendrin ein paar Mal vom Wölfen angegriffen. Ich muss mich jetzt beeilen, denn in dieser verlassenen Mine muss ich einen Weg durchfinden. Und das Problem ist jetzt, dass leider der Brennstoff, den ich habe, nicht besonders lange reicht. Und jetzt muss ich also durchrennen. Wenn irgendwas Interessantes passiert, ist es halt so. Ich kann jetzt gerade nichts ändern. Weil ich sehe in dem Spiel mal echt überhaupt gar nichts. Ist alles kaputt, ne? Muss ich weiter nach unten? Muss ich weiter nach oben? Das ist zum Beispiel auch noch nicht so klar. Ah, ich habe auch keine Ahnung. Ja, jedenfalls bin ich hier gerade dabei, halt in der Mine weiter voranzukommen. Kohle. Ich kann ja aber leider kein Feuer machen. Auch wenn ich wollte, ginge es nicht. Aber vielleicht kann ich mir eine Fackel oder so bauen. Lampenöl, na endlich! Ey, ich freue mich. Na. Manchmal reagiert die Taste nicht so gut. So, hier ging es weiter. Jetzt muss ich erstmal kurz gucken. Das war jetzt gerade, glaube ich, nicht besonders viel Lampenöl. Aber ich muss es trotzdem nutzen, was ich habe. Wenn ich jetzt wüsste, wo das ist, ne? Hier müsste es eigentlich drin sein. So. Aktion. Auffüllen. ...0,4. Das ist ja nun gar nichts. Ich habe wohl keine andere Wahl. Und ich weiß auch gar nicht, ob man selber Lampenöl... Also klar, es geht, wenn man Fische fängt. Das habe ich ja leider nie gemacht. Das ist natürlich ein bisschen kacker. Scheiße. What? Nothing broken. Still breathing. Wait. Ist die Lampe leer? Wir haben aber auch Licht. Cool. Ist wieder eine geile Sache. Oh, weh, oh, weh. Ich muss immer tiefer hier rein. Astrid, du tust mir echt ein bisschen leid. Ja, ja, ich weiß. Ich soll mich vor dem Wasser fernhalten.
Sonst könnte ich mich geschockt werden. So, das ist auch blockiert. Da ist nur noch mehr Wasser. Okay. Das könnte echt noch haarig werden. Weil hier muss auch eine Menge Wasser eingedrungen sein. Ist ja klar, ist ja Gestein, ne? Sammelt sich ja irgendwo im Boden auch. Ah, hier ist ein Aufzug. Naja, hoffentlich hat er auch genug Strom. Da war Stoff. Oh. Na, oh, nee, wenn Schneefackeln irgendwo sind, dann könnte es gut sein, dass hier noch Wölfe vorkommen. Da haben wir noch mal eine Taschenlampe. Ach, die kann ich ja jetzt auch nehmen. Warte mal, wir werden jetzt erstmal die Taschenlampe nehmen. Ich kann jetzt leider mit der Fackel nicht mehr besonders viel anfangen. Perfekt. Warte mal, ich glaube, ich muss mich auch verarzten. Sturz. Alter. Das ist echt krass. Hat nur Schmerzen zum Glück. Schmerzen sind ja noch eine Sache, die kann man ja verdrängen. Also wenn sie nicht zu stark sind zumindest. So, und dann heilt mich alles. Jetzt stelle ich mir nur die Frage, ob das auch der richtige Weg ist. Weil sie hat ja gesagt, es wäre der einzigste Ausweg. Vielleicht muss ich auch erst noch den Fahrstuhl in Betrieb nehmen. Kann ich hier irgendwas machen? Dann kann ich jetzt wahrscheinlich so lange nicht den Fahrstuhl nutzen, wa? Es ist ein bisschen komisch, wenn auf einmal der Strom wieder läuft. Bin ich von hierher gekommen? Nee, ne? Danke. Benötigt Bolzenschneider, den ich natürlich nicht habe. Ich bin nur noch auf dem Holz, Alter. Ich kann gar keine Schmerzen haben. Mich jetzt vielleicht verarschen. Antiseptikum, was nimmt man da? Schmerzmittel? Okay. Ein Verband richtet es auch. Gut.
Die Erdbeeren werden auch immer häufiger. Und das gefällt mir gar nicht. Also hier ist nochmal eine Sicherung. Ich hoffe, das reicht dann jetzt auch. Du sollst nur Trockenfleisch mitnehmen. Oh, scheiße. Ich meine, jetzt kann ich durchs Wasser laufen. Aber ob das eine gute Idee ist, werden wir noch feststellen. Also der Strom läuft zum Glück noch. Jetzt muss ich, glaube ich, die Sicherung oben wieder anbringen. So, von wo bin ich denn gekommen? Von hier, ne? Genau. Den Weg hoch. Dann gehen wir jetzt rum und dann laufe ich den ganzen Weg zurück. Müsste eigentlich funktionieren. Ich glaube, wir müssen noch den Bolzenschneider besorgen. Ey, warte mal, ich soll ein paar Sicherungen eigentlich besorgen. Hat sie gesagt gehabt? Aber vielleicht reicht auch die eine. Kann ich ja jetzt die Sicherung reinmachen? Also hier geht schon mal nichts. Oder die muss am Aufzug natürlich befestigt werden. Geh doch raus da. Wo bin ich denn? Da ist der Aufzug, okay. Aufzug rufen? Finde eine Möglichkeit, den Aufzug zu reparieren. Ja, da bin ich ja gerade dabei. Hier muss irgendwo ein Sicherungskasten sein. Da steht die durchgebrannten Sicherungen. Willst du mich vielleicht veräppeln? Wo soll ich denn die Sicherungen reinpacken? So, warte, erstmal was essen. Also ich bin noch nicht so ganz... Ich weiß jetzt gerade nicht, wo ich die Sicherung einfügen soll. Es ging ja nur hier, oder nicht? Ah, oder ich muss es da unten machen. Nee, warte mal. Ach so. Hier ist auch alles blockiert. Ich hätte mir den Weg abkürzen können. Na. Komisch, dass ich das nicht gesehen habe. So, meine Lampe ist kaputt. Muss ich erstmal gucken, ich habe eigentlich noch eine zweite Taschenlampe. Ich weiß ja nicht, ob die sich aufladen oder nicht. Die Frage ist jetzt nur, wo ich diese kaputten, die Sicherung denn einfüge. Ey,
Ich bin ja genauso knapp vorbeigelaufen wie gerade eben auch. Da passiert überhaupt nichts. Also. Und jetzt auf einmal schon wieder verbrannt. So, da muss ich irgendwie hochkommen. Meine Fresse, ey, du gehst mir richtig auf den Sack. Sag ich die. Oh nö, mein Gott, ey. Meine Fresse, ey. Astrid, jetzt halt doch mal die Fresse. Wisst ihr, ich bin irritiert. Da habe ich mal einen Bolzenschneider. Eigentlich hätte ich da gar nichts rausnehmen können, weil der nämlich die Hand im Wasser hat. Also, jetzt haben wir den Bolzenschneider. Das heißt also, ich kann jetzt durch diese eine blockierte Tür laufen. Manchmal rennt sie auch nicht. Das ist ein bisschen sehr strange. Komm, kannst aufstehen. Danke. So, jetzt müssen wir mal gucken. Jetzt bin ich wieder in die volle Taschenlampe. So, hier müsste auch noch eine Sicherung sein. Oh, hier haben wir auch noch mal so eine Seenotfackeln. Vielleicht, wenn mir ich sah jetzt mal die Taschenlampen ausgehen. Ich habe nämlich ja nur noch die eine volle hier. Hier ist auch alles zu. So, muss ich die Sicherung denn überhaupt einfügen? Steht es hier irgendwo? 0 von 3 Sicherungen. Finde einen Weg durch den Minentunnel. Okay, da sind wir jetzt gerade dabei. Jetzt haben wir schon mal 2 Ersatzsicherungen, ne? War das nicht so? So, kann ich mir jetzt einen Wickel machen? Verstauungsrisiko ist erhöht. Ich bin schon wieder irgendwie... Ach, ich weiß nicht. Also 2 von 3 Sicherungen haben wir. Das ist schon mal sehr gut. Jetzt muss ich nur noch die letzte finden. Und die ist ja irgendwo da hinten. Wenn ich die habe, ist es ganz stockduster hier. Du kannst nicht ruhig... Hallo. Astrid, Alter. Steh doch mal auf. Danke. Gefällt mir überhaupt nicht. Jetzt ist nur die Frage, muss ich die einfügen? Du musst doch auch eine Erklärung dafür geben, oder? Muss ich die vielleicht oben in sich... Ich komme ja nicht mehr weg. Oh, das kotzt mich schon wieder an. Geh doch mal raus da! Ey, das kotzt mich schon wieder an. Ich komme nicht weg.
Geh doch mal raus da, Astrid, Alter. Ich kann nicht springen, kann gar nichts. Ey. Geh doch mal da durch. Ey, Alter. Jesus. Halt die Fresse, Alter. Boah, es ist eine bescheuerte Scheiße. Da nicht mehr wegzukommen, geil. Alter, sowas ist echt für einen Arsch. Warum musste sie auch gerade so komisch darüber laufen? Das verstehe ich auch nicht. War wahrscheinlich auch nur mein Fehler. So. Jetzt muss ich irgendwo die Sicherung einfügen. Jetzt ist nur die Frage, wo. Vielleicht da, wo diese kaputte Sicherung drin war. Ich weiß es gerade nicht so genau. Wenn man nichts sieht, ne? Das ist nicht so geil. Ich habe das Spiel auch ein bisschen heller eingestellt. Aber ich glaube, das ist die maximale Helligkeit. Mehr geht nicht. Bin ich denn jetzt eigentlich? Achso, ja. Ich glaube, ich muss die jetzt hier nämlich einfügen, aber wissen tue ich es jetzt nicht. Ich habe das gerade gesehen, aber ich verstehe noch nicht den Zusammenhang. Aber hier? Oder ist es... Ja, und wo ist jetzt... Ich habe 3 Sicherungen bekommen. Ah, hier. Oh Gott, nee. Ey, ich sehe schon kommen. Ich muss die jetzt nämlich überall einfügen. Mist. Ja, ich muss nach oben. Da ist auch noch eine Sicherungskasten. Hier geht es gerade... Nee, das sollten wir als letztes hinzufügen hier. Also hier war nämlich noch ein Sicherungskasten. Da muss ich die höchstwahrscheinlich auch reinmachen. Obwohl da jetzt gerade nur stand, ne? Also ich weiß nicht, ob ich das richtig mache. Ich kann nämlich immer nur eine Sicherung da einfügen. Wisst ihr, ich finde es halt nur so ein bisschen strange, dass wir nicht so viel Glück haben. Strange. Und ich glaube, die letzte müssen wir nämlich jetzt... dort beim Fahrstuhl einfügen. Und dann müssen wir das eigentlich haben. Hoffe ich zumindest. Ja, ich habe keine Ausdauer gerade. Und dann kann ich eigentlich, glaube ich, zum Fahrstuhl laufen. Ne? War das nicht so? Läuft er jetzt? Was liegt da oben? Achso. Habe ich jetzt alles richtig gemacht?
What? Jetzt bin ich komplett verwirrt. 2 von 3. Wo habe ich denn jetzt den falschen drin? Bei welcher Sicherung habe ich denn jetzt das falsch gemacht? Das war doch... Mann, ich weiß gerade nicht, wo ich die andere Sicherung reingepackt habe. Gibt es hier irgendwo noch einen Sicherungskasten, den ich leider übersehen habe, oder was? Habe ich den weiter unten hingepackt? Ich weiß es gerade nicht. Boah, diese ständige Ducken. Ich bin gerade ein bisschen zu blöde, sorry, aber... Sie ist auch komischerweise müde und ich habe keine Ahnung warum. Habe ich hier die letzte... Nee, ist leer. Scheiße, Mann, ich weiß nicht mehr. Ich weiß leider gerade nicht mehr, wo ich die letzte Sicherung habe. Weil mit habe ich sie definitiv nicht. Oh Mann, ich weiß nicht mehr, wo ich die reingeschmissen habe. Was für ein Dreck gerade. Ich glaube, hier unten muss mich die nächste Sicherung drin. Aber wo habe ich die dritte hin? Ich weiß es nicht mehr. Die Taschenlampe konnte sich erholen. Gut. Erklärt mir jetzt aber leider trotzdem nicht. Habe ich da die Sicherung reingeschmissen? Ich gehe nochmal nachgucken, sorry. Ich habe echt gerade keine Ahnung mehr, wo ich die letzte Sicherung verbaut habe. Oh, dieses nicht aufstehen können gerade. Steh doch mal bitte auf, Schätzchen. Ne, hier kann sie nicht drin sein. Weil da ist auch leer bestimmt, ne? Mein Gott. Nein. Och man, jetzt... Nö. Oh, Alter. Hier. Ich weiß nicht, ob der richtige ist hier. Weil der ist ja durchgebrannt. Das heißt also, ich muss den wahrscheinlich hier rausnehmen, oder? Erstmal gucken, ob es überhaupt stimmt. Ich habe nämlich gerade keinen Plan. Nee, das ist richtig. Okay. Dann packen wir den da wieder rein. So, der zweite, der war irgendwo hier hinten, ne?
wo habe ich den scheiß dritten hingepackt? Wo ist die scheiß dritte Sicherung? Nimm die mal raus. Jetzt! Okay, warte mal. Und... Es ist nur die Frage, wo muss ich die dritte Sicherung reinschmeißen? Vielleicht irgendwo unten? War da noch ein Sicherungskasten? Ich bin ein bisschen verwirrt, Leute. Ja, manchmal backst du auch ein bisschen fest, ne? So, wo ist ein Sicherungskasten hier? Irgendwo hier finden vielleicht. Ah, ja, okay. Und jetzt kann ich nämlich diese Sicherung hier einpacken. Perfekt. Okay, es hat ein bisschen länger gedauert. Alter. Aber es hat funktioniert. Und das ist geil. Ich hoffe, unten geht mir jetzt der Strom nicht aus. Muss ich weiter nach unten? Muss ich weiter nach oben? Ich weiß es gerade nicht. Ist da hinten. Der Strom ist weg. Ich muss mich jetzt beeilen. Da hinten muss ich hin. Bloß sich ablenken lassen. Weil hier ist nämlich überall nichts. Und da ist so eine komische Düre. Und dann müsste es rausgehen, oder? Nice, Mann! Bist du dir sicher, dass das ein Ausweg ist? So, ich werde mich jetzt erstmal gleich verarzen, wenn ich draußen bin. What the hell? Oh Gott. Killerwale. It's changing. Has changed. The aurora, the weather, the wildlife. It somehow feels like Mother Nature is crying out. Maybe she's warning us of what's to come. People like Molly or Father Tom, crash survivors. They're just the ones left behind. Damaged people. The hopeful and the hopeless. What will this new world do to them? Will it make them harder? Will it break them? I'm not sure I can help them. And I don't know what I'll find when I get to where I'm going. But what I do know is this. Mackenzie is alive, and he's heading to Perseverance Mills.
And that means I have to get there before it's too late. I may not be able to stop this darkness from coming, but I'll be damned if I'm gonna let it happen without a fight. Ja, damit haben wir anscheinend Season 1 Wintermute durchgespielt. Ich muss immer noch sagen, dass ich die dritte Episode nicht ganz so gut fand wie die ersten beiden. Allerdings hat sich diese jetzt gerade in der Mine gemausert. Und wow. Jetzt war es wieder relativ geil. Ich meine, wir haben wieder Rohstoffe bekommen und so weiter und so fort. Ich weiß nicht, wann es weitergeht und ob es überhaupt weitergeht. Denn es fehlen ja noch zwei Episoden, bis wir zum Finale ankommen, meine ich. So, wenn ich jetzt Wintermute drücke, geht gar nichts mehr weiter. Ja, Leute, wir haben jetzt erstmal fürs Erste The Long Dark bis zur dritten Episode durchgespielt. Das heißt, ihr müsst noch ein anderes Game finden, was wir dann zocken können. Es hat mich wirklich sehr gefreut, dass ihr dabei geblieben seid. Vielleicht sehen wir uns auch bei der nächsten Staffel wieder. Bis dann wünsche ich euch einen schönen Abend, einen schönen Morgen oder was auch immer. Bis denn und tschüss.